Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Beim heutigen Podcast Dora Held trifft habe ich einen wunderbaren Gast. Matthias Matschke ist da. Ich freue mich sehr. Und wenn ihr ihn auch sehen und nicht nur hören wollt, könnt ihr das tun bei YouTube und auf der Seite dtv.de. Viel Spaß. Ich bin eine Vielzahl von Versuchen, Matthias Matschke zu sein, hast du mal gesagt. Und das machst du auch. Er ist einer der vielseitigsten Schauspieler der Republik und dabei wollte er eigentlich Lehrer für deutsche Religion werden. Und das ist schön, dass du es nicht geworden bist. Also schlecht für die Kinder, aber schön für uns. Eine Schauspielschule hat dich abgelehnt, in Berlin hat sie dich genommen und deswegen hast du dein Studium abgebrochen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Danke. Ich fange mal an, das kennt dich ohnehin jeder oder so. Du bist, machst Theater, hast beim Theater angefangen, Volksbühne Berlin, Schauspielhaus Hamburg, Schauspielhaus Zürich, Schaubühne Berlin, Burgtheater Wien, du warst überall. Im Fernsehen kennt man dich sowieso. Ladies Night, ich mochte dich am liebsten als Hagen. Die Kracher? Aber Ladies Night ist ein cooles Format. Ladies Night ist ein cooles Format. Ja, das ist übrigens, habe ich selber erfinden. Mal gemacht. Hätten wir gerade ein Lady Kracher, Anke Engel. Polizeiruf, der Fall Barschel, Pastewka, Tatort, Altes Land hast du mitgespielt, Professor T, überragend und in der Heute-Show jeden Freitag. Und jetzt hast du die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt gemacht. Was du machst, ist super. Wie viel Drehtage hast du im Jahr, weil du bist immer in meinem Fernseher. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Drehtage ich habe. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Durch Corona war das jetzt dann natürlich auch sehr viel weniger und so weiter. Aber ich kann, glaube ich, nicht stillsitzen. Das ist das Problem. Und dann suchen halt früher meine Eltern und jetzt Institutionen nach Beschäftigung für mich. Und also man kann sagen, das Fernsehen hat meine Erziehung übernommen. Mhm. Und man sagt, ja komm, geh mal, ja mach mal Drehtage, dann ist gut, dann bist du beschäftigt, kommst du unter. Aber in der Tat versuche ich viel zu machen und versuche mich, ich sage mal, zu verbrauchen im besten Sinne. Mhm. Also mein Leben zu verschwenden auf möglichst gute Art und Weise. So habe ich das mittlerweile versucht zu definieren für mich, was ich da so treibe. Um so viel zu arbeiten, dass du abends müde bist. Ja. So. Ja. Weil du nicht mehr raus kannst. Eigentlich so tagsüber. Es macht nicht so viel Sinn, auf Apfelbäume zu klettern. Kann Stimmt. man machen noch, aber fällt schwer. Das kann man noch machen, aber es ist manchmal auch berufsbedingt verlangt, dass man solche Dinge tut, irgendwelche Stunts und so, aber ja. Hörbuch machst du natürlich auch. Du hast im letzten Jahr den Deutschen Hörbuchpreis bekommen in der Kategorie Unterhaltung für den wunderbaren Achtsam Morden-Krimi von Carsten Düss. Und du bist jetzt unterwegs, habe ich gesehen, sogar in Hamburg mit der Neufassung von Dahl. Charlie und die Schokoladenfabrik. Genau, also da habe ich auch ein Hörbuch aufgenommen und das war sehr schön. Ich finde es natürlich sehr, sehr faszinierend, dass dieses Genre Hörbuch jetzt wirklich so eine Wertschätzung erfährt, wie es eigentlich schon immer hätte sein sollen. Und ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Tontechniker, der quasi auch Regisseur ist, der das sozusagen, diese Vielzahl der Stimmen dort mit mir sozusagen immer in Order gehalten hat, möchte ich sagen. Denn bei diesem Buch Charlie und die Schokoladenfabrik kommen mir, weiß ich nicht, 30 Stimmen vor oder so. Und ich hatte aber den großen Ehrgeiz, die wirklich alle auch so zu differenzieren, dass man Spaß hat zu denken, diese Nuance gehört nur dieser Figur und so weiter. Und du gehst damit aber jetzt nicht richtig auf Tournee. Es sind aber so ein paar Auftritte, die du machst jetzt. Ich habe es gesehen, dass du in Hamburg bist. Genau, und dann muss man eben gucken, was der Hörbuchverlag da noch machen will. Aber vor allen Dingen kann man es eben abrufen auf den bekannten Plattformen oder man kann es auch ganz klassisch als CD kaufen und zu Weihnachten verschenken. Verrückte Idee. Vielleicht sogar im Paket mit Büchern. Ja, also... Das glaube ich nicht, das wäre dann doch zu abenteuerlich. Zu abwegig, ne? Bei solchem Traditionsfest wie Weihnachten. Ja, das stimmt. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Schauspielern, die Bücher schreiben. Andrea Sawatzki und Christian Berkel machen das hervorragend. Edgar Selge macht das ganz hervorragend. Matthias Brandt hat es ganz hervorragend gemacht. Matthias Brandt und Edgar Selge haben auch beide Geschichten geschrieben, die mit ihren Familien zu tun haben und mit ihren Kindheiten. Und du hast es jetzt auch gemacht. Und das meine ich jetzt nicht, weil du hier sitzt. Das würde ich auch sagen, wenn du nicht hier säßest. Es ist ein hervorragendes Buch geworden. Ich habe das sehr gerne gelesen. Es heißt Falschgeld. Und es geht auch eigentlich um deine Kindheit und Jugend. Fängt so ein bisschen an, hört 90 auf, hat
die Corona-Zeit was damit zu tun gehabt, dass du da rangegangen bist? Oder wolltest du immer das schon und hast aber zwischen deinen 275 Drehtagen vorher keine Zeit gefunden? Also Corona hatte überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Also ich hatte auch komischerweise in der Corona-Zeit genug zu tun. Mhm. Also es gibt immer irgendwas, womit ich mich beschäftige. Also Langeweile, vielleicht bin ich auch deswegen so unrastig, mhm, weil ich Langeweile überhaupt nicht, oder Stillstand, sagen wir mal eher so. Langeweile ist eigentlich was Schönes, aber Stillstand kann ich nicht ertragen. Aber ich habe schon vorher angefangen und habe das sozusagen schon vorher konstruiert, die ganze Geschichte. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Das ist nicht meine Jugend, die ich dort erzähle. Das ist vielleicht auch noch etwas anderes, als wenn man jetzt sagte, das ist eine Autobiografie. Ich spiele mit Versatzstücken von erlebten Ereignissen, die in einem Leben von einem Matthias Matschke so stattgefunden haben oder anders. Oder ich glaube, könnten. So zerzitzeln muss ich das, weil es so ist. Also ich bin als Schauspieler gewohnt, sozusagen mich selbst in die Waagschale zu werfen mit vermeintlicher Echtheit des Erzählens und echter Vermeintlichkeit von vollem Einsatz, mein Körper ist der alles beglaubigt, oder meine Präsenz eher. Wenn wir jetzt von zum Beispiel wieder Hörbuch sprechen oder so. Also deswegen ist es immer klar, dass ich sozusagen als schauspielender Mensch versuche zu sagen, das ist das, was mir wirklich passiert ist. Ob ich nun Matthias Matschke oder anders heiße, das ist noch ein kleiner Unterschied. Aber letzten Endes geht es ja immer um eine Glaubhaftigkeit. Deswegen habe ich auch sozusagen mit diesem Namen Matthias Matschke und Identität Schabernack getrieben, weil mich Identität ab Stunde Null eigentlich immer interessiert, weil ich merkte, schon als Kind habe ich immer wieder mal irgendwo gesessen und gefragt, was ist das eigentlich? Wieso bin ich ich? Was für eine seltsame Behauptung. Und dann gehe ich aus der Tür und komme wieder zurück und dann soll wieder ich ich sein. Warum? Also dafür gibt es gar keinen Grund. Ja, oder ich muss mich morgens, wenn ich sozusagen in die Tiefen des Unterbewusstseins abgerutscht bin, mich wieder nach oben kämpfen und dann sagen, ja, ach übrigens, ich bin Matthias Matschke. Mhm. Also sozusagen einen aktiven Selbstzweifel an dem, was man sich selbst konsolidierend vorschreibt, dass man es auch wirklich ist, das ist mir seit nunmehr 50 Jahren eigen. Mhm. Für die Menschen, Zuhörer und Zuschauer, die das Buch noch nicht kennen, was sich nach diesem Podcast hoffentlich ändern wird, das Spiel ist leicht. Das Buch hat überhaupt, finde ich, eine große Leichtigkeit bei aller Schwere und Melancholie und wirklich sehr, sehr guten Sprache, in der es erzählt wird. Aber es ist wie so ein Mantra, taucht immer auf, dass dieser Junge, der am Anfang 10 ist, glaube ich, oder so, oder 11, dass er immer sagt, ich bin Matthias Matschke. Es gab dann Kritiken, wo man sagte, jetzt der geübte Leser hat sofort gesehen, nach dem Jahrgang der Autor 3 Jahre älter ist als der Held in dem Buch. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, das nachzurechnen. Aber deswegen ist es auch so, dass man, das hat mich eigentlich beim Lesen jetzt nicht interessiert, mit Verlaub. Geht gar nicht gegen dich, ob es jetzt deine Geschichte ist oder die, an die du dich erinnerst. Deswegen meine ich auch... Dann hast du alles richtig gemacht. Ich habe beim Lesen kann ich. Ich konnte sehr früh lesen und es ist wirklich so, dass man geht einfach unbefangen daran an diese Geschichte. Genau, also sozusagen, ich bin ja auch nicht der, also das nennt man ja Autofiktion und diese Autofiktion, da bin ich ja bei Gott nun nicht der Erfinder, sondern das ist einfach das, womit man eigentlich sich immer beschäftigt. Ne? Also was ist die Autorenschaft und ist die reale Existenz der Autorin oder was auch immer. Ja? Mhm. Und das ist das, was wichtig war für mich sozusagen, zu sagen, ich behaupte, ich bin Matthias Matschke und die Leute werden sich auf dieses Spiel einlassen. Man lässt sich auch ein. Und was ich beim Lesen gedacht habe, also es geht da wirklich, ist die Geschichte eines Matthias Matschkes. Es gibt ja sicherlich mehrere. Ja. Also eines Matthias Matschkes, die Geschichte. Und es beginnt irgendwie mit 10 oder mit 11 und es hört eigentlich auf, als er dann weggeht. Es ist 90, hört es dann irgendwie auf, also über diesen Zeitraum geht es. Und ich finde es ja ohnehin ganz spannend,
wenn man seine eigene Geschichte erzählt, also auch selber, die wird ja verändert. Also ob man das nun will ja. oder nicht. Aber man erzählt natürlich so Dinge, oder wenn ich dir jetzt erzählen würde, was in meinem Leben alles passiert ist, lasse ich natürlich die Sachen, in denen ich jetzt wirklich eine extrem schlechte Figur gemacht habe, so ein bisschen weg. Mhm. Die kriegen eine andere Bedeutung als die Sachen, wo ich vielleicht zufällig eine gute Figur gemacht habe. Oder so. Man ändert die Geschichte ja. Weil du das sagst, also man müsste es vielleicht sogar so ins Extrem treiben, dass man sagt, das macht man immer die ganze Zeit. Ja. Also sagen, man erfindet sich stets neu, indem man sagt, mir ist das und das passiert. Mhm. Damit arbeitet man quasi schon redaktionell ja, für die eigene Sache. Und sagt, ja, das war nämlich so und so. Und wenn ich diese Geschichte dann das nächste Mal erzähle, hat die sogar noch eine Verformung. Ne? Weil durch die Zuschauerschaft, also dem Menschen, dem man es erzählt und so weiter. Und ich finde, dieses Phänomen, das ist auch nicht verwerflich. Ne? Nee, das sondern ist ganz menschlich. Sozusagen, dass man sagt, also man erzählt, man erfindet sich so, wie man es im Augenblick angemessen findet. Mhm. Die zweite große Stelle oder der zweite große Topos dieses Romanes ist für mich eben neben Identität Erinnerung. Und die große Verzweiflung, dass ich mich nach meinem Befinden eigentlich nicht angemessen an Dinge erinnern kann. Mhm. Immer nur mit Auslassungen und immer nur mit Scheuklappen. Und ich ärgere mich darüber. Also ich meine, mittlerweile habe ich damit auch ein bisschen Frieden gemacht. Aber letzten Endes ist das dennoch wirklich immer da, dass man denkt, also da war noch viel mehr. Mhm. Ich kann nur selektiv mich erinnern. Warum ist das so? Mhm. Warum erinnere ich mich nur tendenziell? Mhm. Die Figuren, um die es eben geht, wie du sagst, ne, das ist ja eine Kindheitsgeschichte, Mutter, Vater, also diese Primärbeziehungen, die haben auch das Problem sozusagen, dass sie sich nicht angemessen, sondern nur selektiv erinnern. Sei also und immer die großen Werte auch, ne? Liebe, Heimat, Selbstverständnis im gesellschaftlichen Leben und so weiter. Mhm. Und das musste da rein, das wusste ich von Anfang an. Mhm. Und ich fand, was das bei mir ausgelöst hat, war, du bist Einzelkind, auch in der Matthias Matschke, dieses Buch ist das Einzelkind, ich habe noch zwei Geschwister und ich habe einen Bruder, der ein extrem gutes Gedächtnis hat und das finde ich manchmal so ganz erstaunlich, fand ich immer schon erstaunlich und da habe ich auch lange gehadert, weil ich das nicht kann, der erzählt Dinge, bei denen ich dabei war. Ja. Heute so, dass ich denke, das gibt's doch gar nicht ja. irgendwie, also ich kann mich da gar nicht dran erinnern und dann kommt irgendwann, dämmert das, aber mehr ist es auch nicht, es dämmert so ein bisschen, es gibt so eine Ahnung von dieser Szene oder von der Situation ja. und ich denke, ja, und dann ärgere ich mich, dass ich die wirklich richtig vergessen habe ja. und dass er sie noch weiß. So. Ja, und die Frage ist warum? Weiß er mehr als du dann dadurch, durch vielleicht auch wirklich ganz wichtige Ereignisse? Mhm. Also das ist wirklich für mich das eines der entscheidenden Dinge, mit denen ich mich mein Leben lang schon beschäftigt habe, denke, wie kann man sich, warum ist das so, warum fließen mir Dinge weg? Gesichter von verstorbenen Menschen, die ich sehr liebe. Gut, manchmal, was weiß ich, ne? Man sieht ja manchmal irgendwie einen Gestus auf der Straße von jemandem, der macht eine Bewegung und denkt, oh, verdammt, so hat mein Vater sich auch umgedreht oder solche Sachen. Na klar, das gibt es noch. Aber warum kann ich das nur in Rudimenten? Und das ist sozusagen nur eine weitere Möglichkeit, am Leben zu verzweifeln. Ich tue es nicht, aber ich weiß, dass das mich in Unruhe versetzt, sozusagen, dass ich mich nicht nach meinem Anspruch gemäß erinnern kann. Hast du mal Tagebuch geschrieben früher als Jugendlicher? Ja, also das mache ich auch immer noch ein bisschen. Aber so, ich fange dann immer so an und das bröckelt dann so weg. Also ich komme gar nicht bis zum Ende des Tages, sondern fange so an und merke so, dass es so vielleicht eine Nebensächlichkeit ist, mit der ich anfange. Heute ist das und das passiert. Und dann komme ich eigentlich zu dem großen Frust dieses Tages oder so. Also ich glaube, wenn ich das, ich habe noch, oder seltenst Tagebucheinträge wiedergelesen. Aber wenn ich die, glaube ich, lesen würde, wäre das ein großes Ergebnis von, was für furchtbare Tage dieser Matthias Matschke hat. Was nicht stimmt. Ich habe ein sehr glückliches Toi 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 Leben, das ich nur mit Dankbarkeit beschreiben kann. Aber trotzdem so immer, was mich so fertig gemacht hat. So. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich finde bei Tagebuchaufzeichnungen, ich habe lange Tagebuch geschrieben und habe das mal, da hat mir mal einen Fehler gemacht. Das ist wirklich ein Fehler. Ich habe die mal gelesen, weil ich mal ein Buch geschrieben habe, wo die Perspektive einer 12- oder 13-Jährigen kommen sollte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast doch Tagebuch geschrieben und du schmeißt ja nichts weg. Das ist ja ganz leicht, die Recherche. Ich fand es unerträglich. Also zum einen ja. war es so, dass ich mich wirklich, ich habe mich noch nicht mal wiedererkannt.
Also ich weiß, dass es meine Tagebücher sind, aber die Dinge, von denen ich da geschrieben habe, ob das nun Namen waren, also von wegen Gedächtnis oder Ereignisse, die waren mir völlig fremd. Also ich konnte mich auch gar nicht daran erinnern, wer jetzt, keine Ahnung, Gisa war oder sowas. Null. Und dann aber auch wirklich diese Haltung. Ich bin auch am Leben verzweifelt. Also es war, wenn man diese Tagebücher liest, fragt man, warum ich das überlebt habe, diese Jugend oder meine Eltern. Also ja, grauenhaft, grauenhaft wirklich. Und ich habe das dann auch nie wieder versucht. Aber ich habe zumindest immer versucht, das Beste am Tag zu finden. Das wundert mich, dass du zum Tagesende hin verzweifelst. Naja, ich würde das sozusagen nur im Rückblick, glaube ich, sehen. Ich bin nicht immer verzweifelt, aber so viel, also dieser Frust, der mich da so gebissen hat, also aber auch durch Nebensächlichkeiten, wo man, ich habe jetzt die und dat, die Platte nicht bekommen, ich habe nicht das Geld dafür oder der und der hat das gesagt oder das Mädchen hat mich wieder nicht erhört oder solche Sachen. Man denkt, ja, im großen Weltgetöse ist das eine relativ kleine Stimme. Aber für mich war es bewegend. Ja? Und das ist eben so, man kann sich nur bemessen an dem, was ist. Und ganz schwierig nur an dem, was war. Deswegen lehrt uns die Geschichte ja wohl offensichtlich auch nichts. Du hast mal, das habe ich irgendwo über dich gelesen, eine alte Klosterregel hast du für dich, ja, nicht entdeckt, ist Quatsch, aber die befolgst du so ein bisschen. Halte Ordnung und die Ordnung hält dich in Ordnung. Bist du wirklich so ein ordentlicher und strukturierter Mensch? Also bei dem, ne, das habe ich jetzt überlegt. Also ich wollte von dir lernen. Bei dem Pensum. Ja, du kannst von mir sehr, sehr gut lernen. Das denke ich mir doch. Das denke ich. Davon möchte ich abraten. Aber also halte Ordnung und die Ordnung hält dich in Ordnung. Ich habe das irgendwann mal gesagt, dann kam auch gleich so ein irgendein, nee, das heißt aber ganz anders, muss man aber anders übersetzen oder irgendjemand so eine erzürnte E-Mail. Das ist mir aber ziemlich schnuppe, weil ich so erinnere, wie ich will. Und das ist in diesem Fall auch in Ordnung, wie auch in diesem Buch genannt. Weil das Wichtige ist für mich eben, zu sagen, also ich brauche die Struktur, dass wenn nichts geht, man zumindest die Struktur hat. Also wie ein, dass ich als Pazifist mal dieses Bild benutze, aber wie ein exerzierender Soldat, der eben wirklich sagt, ich kann aber, wenn alles schief geht, kann ich immer noch links um oder im Gleichschritt Marsch, weil ich sozusagen mich auf meinen Rückenmark verlassen muss und da, wo die letzte Anbindung zum Stammhirn noch ist, da sozusagen das noch abgespeichert ist. Das funktioniert noch sozusagen. Das ist jetzt etwas dramatisch formuliert, aber sozusagen, dass man auch wirklich sagt, ich kann durch Ordnung sozusagen auch durch Ordnen anfangen, Struktur zu finden, die dann vielleicht auch Problemlösung ist. Das ist ganz gut. Oder meine Kollegin Andrea Petkovic, die hat mir gesagt, also wenn sie schreibt, dann ist irgendwie erstmal ihr Haus unfassbar ordentlich, weil sie das so exzessiv putzt. Das fand ich einfach ein tolles Bild, wo man sagt, jetzt mache ich erstmal hier sauber, sonst kann ich doch überhaupt nicht arbeiten. Das ist Macht sie das wirklich so? Also ich putze auch relativ viel, wenn ich schreibe, aber das ist bei mir die Flucht vom Rechner. Ja, das ist das, also die klassische Prokrastination, ne? Genau. Richtig? Da habe ich einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten. Leider auch, aber manchmal nutzt es nichts. Aber dabei ist man ja auch latent dann doch irgendwie so ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich hoffe das immer, ja. Ja, so, wo man so ein bisschen. Das ist nicht umsonst, war das Fensterputzen. Ja. Ja, nein. Aber nichts ist ja umsonst irgendwie. Naja, wobei. Na doch. Aber, Da habe ich einen bunten Blumenstrauß an Dingen, die ich mache, die umsonst sind. Ja, ja, doch. Da gibt es eine Menge. Es geht um die erste Liebe. Es geht um die Schule. Es geht um Entscheidungen. Es geht auch um traurige Dinge wie der Selbstmord eines Onkels. Es geht um diese Eltern und eine Familie, die sehr nach innen lebt. Da gibt es wunderbare Szenen. Also diese Familie, Vater, Mutter, Kind. Der Vater ist Pastor, die Mutter ist im Fernmeldewesen. Das fand ich so wunderbar. Das hat mich so gefreut. Sie ist bei der Post, sondern sie arbeitet im Fernmeldewesen. Und die kommen immer, wenn sie nach Hause kommen, ziehen die sich erstmal um. Weil das ist die innere Geschichte und das andere ist außen. Das ist sehr intensiv, finde ich, dieses Buch, auch sehr intensiv gelebt. Man kann sowas nur schreiben, wenn man das in dem Moment des Schreibens auch so, wenn man da drin ist. Wie hast du das gemacht neben dem, du hast ja nicht, während du geschrieben hast, wahrscheinlich gar nicht gedreht, also bei deinem Pensum, was du machst. Oder hattest du wirklich jetzt, deswegen dachte ich dachte wirklich, es hätte was mit der Corona-Zeit und dem Lockdown zu tun, dass du da mal die Ruhe hattest, so am Stück zu schreiben. Hast du sowas tatsächlich neben dem Dreh geschafft? Naja, also viel ist auch anteilig eben diese latente Arbeit beim
wenn ich jetzt beim Drehen bin oder so, da gibt es ja auch immer wieder so Leerlaufmomente. Und dann rotiert das schon weiter im Kopf. Aber trotz ich kann, der anderen Sachen, das finde ich wirklich irre, tatsächlich. Ich habe ungewollt Multitasking im Kopf. Die ganze Zeit. Vielleicht ist das sozusagen so eine Aktivprokrastination, könnte man sagen. Ja. Dass man sagt, ja, aber wenn das hier jetzt gerade blöd ist beim Drehen, dann kann ich ja immer noch da ein bisschen was nachdenken oder so. Oder was ist ich, wenn ich irgendwo rumsitze, dann denke ich, das wäre jetzt ein gutes Foto oder so. Ja, irgendwas. Also ich glaube, ich versuche immer das Außen für mich nach innen zu beleben. Mhm. Auf verschiedenste Möglichkeiten. Aber wirklich schreiben kann ich nicht, wenn ich drehe. Mhm. Also sozusagen, weil das sind ja wirklich das oftmals mich, 12 Stunden Tage, also wirklich im Sinne von 12 Stunden, bis man, wenn man losgeht, bis man wieder zu Hause ist. Und da sind, wie gesagt, auch Leerläufe dabei, aber dennoch ist das nicht so, dass man sich dann wirklich auf so diesen Moment des Schreibens einlassen kann. Da brauche ich wirklich, ich kann nur vormittags schreiben, habe ich mittlerweile verstanden. Das ist einfach so. Am besten früh morgens, wenn mich die Nacht noch nicht vollends aus den Fängen des Unterbewusstseins entlassen hat und dass das dann so mit reinfließt. Vorm Reden eigentlich. So ist es. Genau. Das ist sehr gut gesagt. Ja. Genau so ist es. Also am besten trifft man niemanden von seinen primären Sozialkontakten. Oder spricht zumindest von keinem. Genau. So. Nein, es ist schon so, dass ich versuche, die frühe Stunde zu finden, weil ich da weil die Sprache dann auch stärker ist als ich. Genau. Die Sprache ist sozusagen übermächtiger als ich. Und ich versuche da möglichst viel Platz dann einzuräumen. Und dann schreibe ich das so hin und denke, oh Gott, das wird bestimmt furchtbar, wenn ich das wieder lesen muss. Und dann lasse ich mir ein bisschen Zeit damit. Und manchmal ist es, oh Gott, und manchmal ist es, oh, warte mal, wer hat denn das geschrieben? Das war jetzt ich gewesen, das war mir in der Form nicht klar. Ja, und das ist wirklich so. Also da, sozusagen, da ist Spreu und Weizen. Aber nun, also Sprache ist mein Ding. Ja, Sprache ist sozusagen, ob man nun das der Träger ist für die Sprache, die ein anderer kompiliert hat, zu Sätzen oder zu Reimen oder zu was auch immer. Aber Sprache ist eben auch der Träger für Inhalt. Und Inhalt interessierte mich auch schon immer als Schauspieler. Also ich habe mich nie gesehen als sozusagen nur der Erfüller von Texten. Das möchte ich auch niemandem anraten. Und die meisten guten Schauspieler machen das auch nicht. Sondern sie sind immer mehr nur als die Erfüller, obwohl das ein dienender Beruf ist. Das ist nach wie vor so. Man muss sich ja dem Text vielleicht aber auch der Regie unterwerfen. Aber man kann sich aktiv unterwerfen, sozusagen, indem man anteilig dazu arbeitet. Aber jetzt, wenn man schreibt, ist es natürlich, dann bist du der Gestalter. Ja? Aber vielleicht ist das auch eine Frage der Ausbildung. Also in der UdK in Berlin, wo ich Schauspieler geworden bin, war immer schon das Diktum, du bist nicht nur Schauspieler, sondern du bist ein Künstler. Also wir bilden den Künstler aus. Das war sozusagen das Selbstverständnis. Und das konnte ich sehr gut adaptieren. Sagen, okay, dann bin ich. Also ich traue mich erst seit kurzem zu sagen, ich bin ein Künstler, lustigerweise. Also schon Künstler, aber so eher, ich bin Schauspieler. Aber jetzt würde ich gerade sagen, ich bin halt Künstler, weil das ist sozusagen das Multiple von dieser Art, sich zu äußern. Aber das ist mir, glaube ich, sozusagen damals ganz gut eingeimpft worden, sodass ich das dann auch öffnen konnte. So schaut man auf die Welt. Und das, oder vielleicht war das schon immer da und hat das dann erweckt. Und diese Entscheidung, jetzt selber zu schreiben, kommst du aus einem Elternhaus oder hast du als Kind viel gelesen? Gibt es so eine Bibliothekarin, die dich zum Lesen gebracht hat, wie bei mir, oder wurde zu Hause vorgelesen? Also bei uns wurde schon auch gelesen, aber so übersichtlich viel, würde ich mal sagen. Also das Lesen beigebracht wurde mir eher in der Schule, dass man so sagt, das muss man lesen. Oder der Religionslehrer, der da auch in diesem Buch eine Rolle spielt und mit Klarnamen sozusagen auch der Lehrer ist, der hatte zum Beispiel auch selbst schon Bücher geschrieben. Das heißt also, ich kannte Leute, die schon Bücher geschrieben haben. Da würde ich vielleicht auch meinen Großvater noch nennen, mütterlicherseits, der
der auch unheimlich viel gelesen hat. Also da war eben dann so eine Bibliothek. Ich glaube, allein diese stille, stumme Präsenz, wenn Menschen irgendwo sitzen und als Enkel ist man auf dem Schoß und dahinter sind so Bücher, das hat schon was sozusagen. Das ist nicht nur Deko, so Ikea-Deko, leere Bücher, sondern wenn da auch noch Seiten sind und da steht was drauf und nicht auf Schwedisch, dann ist es toll. Nicht auf Schwedisch. Privat bist du ein Leser? Obwohl du wenig stillsitzen kannst oder eigentlich? Ich versuche das wirklich, das ist wirklich schwierig, aber ich würde mal sagen, ich lese sowas vielleicht sowas wie 7 Bücher im Jahr oder 8. Mehr schaffe ich nicht. Na gut, du hast auch die ganzen Drehbücher noch, die du lesen musst. Genau, also wenn man das auch, dann wäre es viel. Naja, ich lese schon mehr. Aber ich versuche irgendwie so auf dem Stand zu bleiben. Und dann nehme ich mir, kaufe ich mir immer so Bücher von Stevenson oder so und denke, weil ich liebe doch Schiffe und Seefahrt und dann lese ich da. Und das steht dann wirklich wie Blei im Buchregal. Ja? Und dann habe ich ein schönes Buch, aber das lese ich nicht. Versuche aber sozusagen aktuell mir ein Bild zu verschaffen, wie jetzt gerade geschrieben wird, weil ich es ja wirklich interessant finde, weil sich das ja auch stetig ändert. Damit du dir ein Bild verschaffen kannst, wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik in diesem Podcast. Schlaflose Nächte heißt die. Ich habe Buchhändler und Buchhändlerinnen befreundet, wunderbare, die mir einen Tipp geben. Vielleicht ist das auch was für dich heute. Und wir haben Florian Valerius da. Florian Valerius ist einer der besten Tippgeber aus Trier. Hallo, lieber Florian. Natürlich habe ich einen ultimativen Tipp für euch. Ein Buch, das ich auf einer Zugfahrt einfach nur mal anlesen wollte und dann nicht mehr aus der Hand legen konnte und für den Rest der Zugfahrt einfach nur abgetaucht bin. Die Rede ist von Die letzten Strahlen eines Sterns von Amanda Lee Coe. Und du fragst immer nach Büchern, die du in einer schlaflosen Nacht lesen kannst. Dieses Buch nimmt seinen Anfang in einer ganz besonderen Nacht, nämlich auf dem Berliner Presseball 1928. Dort ist ein Foto entstanden, das zum Glück in diesem Buch abgebildet ist. Und auf diesem Foto ist Marlene Dietrich, Anna May Wong und Leni Riefenstahl. Und dieses Buch erzählt die Biografien, die Lebenswege dieser drei Künstlerinnen, die verschiedener nicht sein könnten. Aber auch der Menschen, die sie streifen in ihrem Leben. Josef von Sternberg, Marlon Brando, Magda Goebbels, Walter Benjamin, aber auch das chinesische Hausmädchen von Marlene Dietrich oder einer der Beleuchter, die an Tiefland von Leni Riefenstahl mitgearbeitet haben. Das ist ein schillerndes, mitreißendes Meisterwerk, das einen Zeitraum von der Weimarer Republik bis zum Mauerfall abbildet und Themen hat wie Rassismus, Identität, Feminismus, Queerness, Filmkunst, Liebe, Schuld, Widerstand, Mittäterschaft, Nationalsozialismus. Also auch alles Themen, die uns heute wirklich auch noch bewegen und immer noch aktuell sind. Ich habe dieses Buch, ich habe es wirklich inhaliert. Es ist, wenn man es liest, es ist eine Mischung aus, wenn man die Gala liest und die Cahiers du Cinéma. Es ist befruchtend. Ich musste mich echt immer wieder hinsetzen, habe dann gegoogelt, habe mir nochmal gewisse Persönlichkeiten angeschaut, wie die ausgesehen haben, habe mir nochmal die Biografien etwas genauer angeschaut, habe mir auf YouTube Filmausschnitte angeschaut. Es gibt einen ganz berühmten Film mit Marlene Dietrich und Anna May Wong, wo sie in einem Zug zusammentreffen. Es ist total spannend, das dann nochmal auch so bebildert zu sehen. Ein unglaublich tolles Buch, eines meiner Liebsten in diesem Jahr, das euch vom Grauen und Klemmer eines vergangenen Jahrzehnts erzählte. Erschienen im großartigen Kulturbuchs Verlag und übersetzt von Zoe Beck. Eine absolute Leseempfehlung vom Herzen. Die letzten Strahlen eines Sterns von Amanda Lee Coe. Viel Spaß beim Entdecken. Ich danke dir, Florian. Bis zum nächsten Mal. Die Entscheidung, dieses Buch zu schreiben, die hast du ja irgendwann mal getroffen. Die ist ja nicht wahrscheinlich zufällig entstanden, weil du zufällig den ersten guten Satz geschrieben hast. War die da und du hast es dann gleich umgesetzt oder hat es sich einfach so im Laufe der letzten Zeit oder letzten Jahre aufgebaut, dieser Wunsch danach zu schreiben? Das ist ja auch eine Entscheidung. Man hat ja dann auch in der Zeit, auch finde ich, also mir geht es so, das Leben wird dann anstrengend, wenn man schreibt, ja, in der Zeit. Und, oder man wird für das Leben anstrengend. Das für, ist ja für meistens andere beides. Leben vor allem. Ja. Genau. Es gab wirklich eine Freundin von mir, Heike Faller, die Journalistin ist bei der Zeit und
für die Rubrik Ich habe einen Traum, habe ich was geschrieben und daraufhin hat sie gesagt, ich glaube, du solltest mal schreiben. Und es ist nicht so, dass mich das völlig unbeleckt getroffen hätte, aber es war natürlich erstmal so, was, wieso oder so. Aber ich merkte schon beim Schreiben dieses Textes, dass ich daran viel Spaß habe und es war auch schon so, ich sage mal, im besten Sinne hoffentlich selbstreferenziell. Also da bin ich mit Angela Merkel wandern gewesen im Odenwald. Also wir haben schon hier Motive von sozusagen Falschgeld, dass man sich selbst als zum Anlass nimmt, eine Geschichte zu erzählen. Und es ist ja, du hast jetzt ja nicht die Geschichte einer wilden Seefahrt über den Atlantik von 6 Leuten und einem Hund geschrieben oder so und dir da irgendwas ausgedacht, sondern es hat, auch wenn es nicht deine Geschichte ist, es hat aber Motive aus deinem Leben. Also so, es gibt ja so Orientierung, so kleine Einschläge, die dann irgendwie in deinem Leben waren, ob das jetzt die Schule ist oder ein Bonanza-Fahrrad oder der Odenwald oder das Café oder die erste Liebe. Das sind ja immer so Versatzstücke. Deine Eltern sind, du hast andere Eltern als sie in dem Buch, das weiß ich, das habe ich gelesen, aber es sind ja immer so Dinge, die dir hätten passieren können. So, also dein Leben war so, dass das alles hätte auch passieren können. Ja. Aber du musstest dich ja trotzdem, also auch wenn es nicht alles deine 1-zu-1-Geschichte war, mit diesem Gefühl, was du als Kind hattest oder als Jugendlicher hattest, bleibt man in der Provinz oder geht man in die Stadt, was will man beruflich werden oder so, du musstest dich damit ja auseinandersetzen. Und ich finde, dass Geschichten oder Bücher, die mit dem eigenen Leben zu tun haben, eben auch ein bisschen mehr wehtun, weil man ja irgendwie auch versucht, das so richtig wie möglich zu machen. Mhm. Hast du da irgendwelche Dinge über dich, das klingt eigentlich eine blöde Frage, aber ich meine die tatsächlich so, hast du da was über dich gelernt, was du vorher nicht wusstest? Interessanterweise ja. Also natürlich ist sozusagen, wenn man sagt, also ich schreibe eine Geschichte von jemandem, der, nennen wir ihn einfach mal Matthias Matschke, handelt und der sozusagen auch Dinge mitunter erlebt hat, die man selbst vielleicht auch in leichter Verfremdung erlebt hat, dann kommt man nicht umhin, sozusagen einen Lernprozess zu machen, weil das Komische ist, dass das so rückgekoppelt ist. Ja? Mhm. Also man schreibt über was und wie gesagt, ich habe mit dem ersten Kapitel der Apfelbaumgeschichte, Matthias Matschke fällt vom Baum und denkt, er ist querschnittsgelähmt oder tot oder andere Katastrophen. Und es ist ihm aber peinlich, weil ein Kumpel noch mit auf dem Baum sitzt. Das von da aus, von dieser Geschichte aus, habe ich mich wirklich weiter getastet und dann kamen aber Sachen. Das war schon ein Lernprozess, von denen ich nicht mehr wusste, dass es die gab. Ja. Und denke, warte, das ist auch noch irgendwo abgespeichert. Mhm. Und warum ist das jetzt gerade wichtig? Also es war fast, also in Momenten ein positives Fremdbestimmtsein, was da passierte. Und das war für mich mit beim Schreiben fast das schönste Glück zu denken, ach so, dann bin ich ja wieder nur der Dienende, wie beim Spielen, weil die Geschichte schreibt sich ja von woanders. So, also es ist nicht so, dass jetzt, ich kann natürlich auch so ein bisschen, ich hatte eine Stimme gehört und sie hat mir gesagt, dass ich das schreiben muss. Wäre eigentlich auch cool. Deine Hand ging so von selbst aufs Laptop und du warst erstaunt, wie die Finger tippen. Und auf einmal konntest du zweihändig. Ja, oh mein Gott. Ja, nein, es war so nicht, aber so trotzdem hat die Geschichte war sehr gnädig mit mir und hat gesagt, so soll das erzählt werden. Was ich auch so schön fand, das kenne ich von zu Hause auch, euer Telefon oder das Telefon von Matthias Matschke, dem Helden dieses Buches Falschgeld, steht im Flur. Und das fand ich wunderbar, da habe ich auch gedacht, das war doch wirklich schöner. Also man ging, ich kann mich auch erinnern, dass man das Telefon klingelte und man ging in den Flur, schloss die Tür zum Wohnzimmer, telefonierte im Stehen, legte auf und ging wieder zurück und sagte, es war Onkel Herbert, schöne Grüße. Ja. So, und heute dieses ständige Erreichbarsein, das ist es eben auch in diesem Buch, ist, dass die Mutter von Matthias Matschke im Fernmeldewesen ist, die nimmt das auch so geschäftsmäßig, dieses Telefonieren. War das bei dir so? Habt ihr auch im Flur telefoniert? Selbstverständlich. Und wie findest du das, wenn du heute in der Bahn sitzt und du musst hören, wie sich Bernhard nebenan gerade von Gunilla trennt? Ja, Bernhard und Gunilla, da muss ich erstmal drüber wegkommen, sehr, sehr gut. Ich kenne doch Bernhard und Bianca. Ja, aber das wäre leicht gewesen. Wir redeten kann noch ich, gerade kann eben ich von das Schweden. Haben, Bernhard und Gunilla. Schenke ich dir fürs nächste Buch, das Liebespaar. Also ich werde das auch mit Fußnote auf dich zurückverweisen. Bitte, aber, mit Datum von heute. Sagen wir so, das ist das Schlimme. Und ich versuche, da ich begeisterter Zugfahrer bin, immer im Ruhebereich zu reisen. Das ist den Leuten aber egal. Das ist völlig nutzlos. Ja, ja.
Ja? Das ist sogar schön, weil da können Sie in Ruhe telefonieren. Richtig. Das ist, glaube ich, so sehen die das. Ja. Ich bin auf der Hinfahrt, habe ich auch. Ja. Und ich hatte letztens einen, der so sagte, das stört uns ja wohl hier alle nicht, wenn wir hier telefonieren. Was? Und so. Und dann habe ich nicht die Chuzpe gehabt zu sagen, doch, das stört mich, Mann. Deswegen habe ich das hier auch so gebucht. Und der hat dann so, wie schlimm alles ist und das, ach ja, so diese Windräder und so. Und ich, oh, jetzt setze ich auch noch neben so einem. Aber gut, was war die Frage? Ach so, dass die Zeiten so schön war, dass man zum Telefonieren in den Flur ging und die Tür hinter sich schloss. Natürlich ging es mir dabei wirklich um Kommunikation und wie man damit umgeht mit Kommunikation. Also man hat einen Anruf und den bereitet man vor und dann tätigt man diesen Anruf. Ja. Und dann beendet man den Anruf. Also was für viele Aufgaben... die man da nacheinander. So hat. Nacheinander. Nacheinander. Ein großer Schritt war übrigens schon, als meine Eltern, den habe ich dann einen Anrufbeantworter übergeholfen, möchte ich fast so sagen. Da wohnte ich schon nicht mehr bei meinen Eltern. Und dann habe ich gesagt, ja Papa, dann nimmst du das jetzt mal auf. Und er sagt, ja, hier ist Christian Matschke und Irmgard Matschke. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Einkommen des Zeichens. Und dann so, vielen Dank. Und ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, also das ist so ein Artefakt, der muss so stehen bleiben. Und die 12 Sekunden muss man sich als auf den Anruf beantworten, sprechen, das schon mal nehmen. Ja. Ja, das hören deine Eltern den Anrufbeantworter ab. Also meine Eltern haben auch einen Anrufbeantworter, was zur Folge hat, dass sie zum Telefon rennen, damit sie da sind, bevor der Anrufbeantworter. Das ist im Grunde immer der Wettkampf gegen den Anrufbeantworter. Dann haben wir gesagt, wir haben ihn doch angestellt, damit ihr eben nicht rennt. Ja. So, aber es ist egal, meine Mutter hat den Ehrgeiz, vorm Anrufbeantworter anzukommen. Und wenn dann bei Geburtstagen das Licht ganz oft blinkt, haben die so schlechte Laune. Ja. Oh, jetzt müssen wir das hier alles abhören, oder was? Genau. Und dann macht ihn doch einfach nicht an. Ja, dann kann er keiner gratulieren. Meine Eltern gehen am Geburtstag nicht ans Telefon, weil da ruft er. Es ist für die Hölle. Dieses Gerät ist keine gute Erfindung für die Generation. Ja, aber das war schon immer so. Also ich finde so, obwohl mein Vater ja sozusagen aus einem technischen Beruf kommt, war das für ihn schon immer so, solche Sachen waren eine wirkliche Überforderung. Und wie du sagst, so abarbeiten. Und er sagt, jetzt blinkt das irgendwie. Und dann denkt man, das muss ich aber wirklich alles abhören. Und dann muss ich es auch noch löschen, weil sonst muss ich es normal abhören. Ja, das ist ihm auch schon mal passiert. Ja. Nee, aber es geht. Also mittlerweile, also mein Vater ist vor einem Jahr gestorben, aber meine Mutter, die hat sozusagen die kann sogar Online-Banking jetzt und so. Mit 90 Jahren. Ja. Und das ist schon wirklich faszinierend, also weil sie so irgendwie merkte, also um da hier mitzuspielen und irgendwie dem Zeitgeist noch eine gewisse Paroli bieten zu können, muss man solche Sachen können und dann lernt sie das auch. Deine Eltern sind noch ganz spät zu dir nach Berlin gezogen, ne? Aus der Provinz. Das fand ich auch eine tolle Geschichte. Das ist ja eigentlich normalerweise ist immer andersrum, ne? Dass Eltern also ich alt glaube, werden, die Kinder. Ja, also das für mich ist das eine große Aussage, ne? Ja. Meine Eltern sind zwar wirklich so, wie man sich das vorstellt, wie so viele, viele, viele deutsche Menschen aus dieser Zeit, den 80ern, 70ern und so weiter, also die sozusagen Generation nach der Nazi-Generation, nenne ich es mal. Und die sind auch so verbürgerlicht von vorne bis hinten. Aber irgendwie haben sie es geschafft, mit 80 Jahren, meine Mutter wurde 80, noch nach Berlin umzuziehen. Ich finde es toll. Also, weil ich dir auch gesagt habe, das wird nichts. Das ist ja wirklich ein kleiner... aus einem Ort mit 300 Seelen. Ja. Aber es war auch irgendwie klar, also es gab eine Tankstelle und zwei Bäcker, dann war die Tankstelle nicht mehr da. Dann war der eine Bäcker nicht mehr, dann der andere Bäcker nicht mehr da. Der Nachbar, der Metzger im Nachbarsort war weg. Die Gaststätte, nicht Restaurant, möchte ich sagen, die Gaststätte hatte schon lange aufgegeben. Das heißt also sozusagen so dieses Austrocknen von grundsätzlichen Strukturen, die dort mal herrschten über Jahrzehnte, das hat denen, glaube ich, auch klar gemacht, wie soll ich mich hier, und da war jetzt noch nicht mit Lieferservice und Lieferando und Gorilla und sonst irgendwas. Das wär denen auch nichts. Ja? Nee. Also die wollen eigentlich dann sozusagen Einkauf fahren, dann wird der Kofferraum voll gemacht und so gehört sich das. Der höchste Bofrost, das ist die Ausnahme. Aber, ja, ne? Und Bofrost oder der Eismann kommt, da die Bestellung und so. Ja, Frau Matschke holt nachher hier. Aber das war ja auch ein ordentlicher Job, die machten ja nichts anderes. Die hatten auch nur Tiefkühl. War. Richtig. Aber das sind die Lieferando, da weiß man nicht, was vorher in der Tasche war. Ehrlich. Gott, ja, das weiß stimmt. Ja nicht. Ja, ich bestelle da wirklich sehr, sehr selten. Aber
Na gut, wie auch immer. Jedenfalls haben die es wirklich geschafft, vor 10 Jahren dann hierher zu kommen. Und das war toll für alles. Ja, also die waren dann da. Ich habe die regelmäßig wieder sehen können, weil ich denen klar gemacht habe, also ich werde nicht mehr in die hessische Provinz zurückkehren. Meine Heimat ist jetzt Berlin. Ja. Ich finde es toll, dass es, und wahrscheinlich hat es sie auch richtig nochmal beflügelt, ne? Total. Ja. Also mein Vater hat immer gesagt, als er noch lebte, gesagt, also Matti, also wir wären ja gestorben, wir wären schon nicht mehr am Leben. Also das ist jetzt richtig. Und der hat es dann trotz COPD und so weiter wirklich noch 10 Jahre geschafft hier. Schön. Und wir hatten eine gute Zeit dann noch sozusagen. Hast du noch Heimatgefühle? Du bist, glaube ich, seit 20 oder 30 Jahren schon in Berlin, ne? Hast du noch Heimatgefühle, wenn du nach Hessen kommst, an die Odenwaldgrenze? Oder was ist Heimat? Das ist echt schwer. Also ich finde, das ist das Gefühl, dass man irgendwo ankommt und denkt, hier bin ich richtig. Ich bin der Bundeswehrkind, ich habe immer das Gefühl, ich war immer die Neue. Also ich war immer überall zugezogen. Und es gibt da so einen Ort, und wenn ich dann da bin, da habe ich das Gefühl, ich bin hier nicht zugezogen. Also aber das ist ja interessant, ne? Weil dann wäre ja sozusagen Heimat eine Wahl. Ne? Hier bin ich richtig, heißt du wählst dir das aus. Wo man sich so fühlt. Und die meisten würden sagen, Heimat ist da, wo ich herkomme. Das ist das Gegenteil von Wahl, sondern da ist man hingeworfen sozusagen. Und das ist für mich schon sozusagen das grundsätzliche Problem. Mhm. Also ich habe Hessen nicht in Frage gestellt. Das ist einfach sozusagen für zwei Jahrzehnte meine Heimat gewesen. Mhm. Und nun ist es für 3 Jahrzehnte schon Berlin. Und ich habe mich stark auch identifiziert mit der Art, wie man dort in dieser speziellen Art und Weise in Hessen, so sozusagen kleiner Ort, dann fährt man 20 Kilometer in die nächstgrößere Stadt und dann ist da die Schule und dann sind da die Kumpels. So ist das Leben. Damit habe ich mich sehr stark identifiziert, auch mit Rand des Odenwald, wie du sagst, ne? So kleine Berge und das sieht alles schön aus und es hat so eine gewisse Gemütlichkeit bis Langeweile und diese leichte Indifferenz dazwischen ist leicht das Leben von Matthias Matschke. Mhm. Zack, dann anders, Berlin 30 Jahre und jetzt stimmt das hier für mich. Mhm. Ja? Und deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff. Aber natürlich habe ich immer noch Heimatgefühle, wenn ich da hinkomme, aber sie fühlen sich ein bisschen an wie Falschgeld. Mhm. Das ist auch sozusagen ein großes Motiv, wenn man sagt, man schreibt einer Sache so einen großen Wert zu und weiß, im nächsten Moment kann das zerfallen, als wäre es Staub. Mhm. Das ist auch so ein Phänomen, also wo man sagt, also ich denke immer wieder manchmal, ich bezahle ja, mittlerweile ist mir aufgefallen, fast nur noch mit EC-Karte, aber wenn man so einen Schein hat, denkt man, ja, wenn ich jetzt an 10-Euro-Schein eine 0 hinten dran schreibe mit Edding, dann ist es 100, weil ich das will. Oder ist es ein 10-Euro-Schein, weil Bank von der Bundesrepublik Deutschland, Bundesbank, sagt, nee, das sind aber 10 Euro. Wenn Sie da jetzt eine 0 dran machen, dann ist das Geldfälschung. Also sagt, nee, aber da steht ja jetzt 100 drauf, weil ich es gesagt habe. Mhm. Ja? Also für mich ist so dieses Phänomen von Wertzuschreibung, das würde ich auch bei Heimat, deswegen komme ich drauf, machen, wirklich schwierig. Mhm. Und man muss irgendwann den Ausgleich mit sich finden, zu sagen, das hat man irgendwo in, ich kann das mitgehen, was du sagst. Ne? Da, wo ich denke, hier bin ich richtig, das ist eben das, was sich dann auch erfüllt als Heimat. Mhm. Die Atmosphäre in dem Buch, deswegen kam ich auf diese Heimatgeschichte, was das Besondere ist, wenn man es heute liest, weil es ja eine Zeit ist, die du da beschreibst, die 1990 endet. Matthias Matschke, das Buch ist 10 oder 11, ich weiß es wirklich gar nicht mehr, ist er 10, also vom Baum fällt, die erste 13. Szene, oder 13 ist er. Ja. Und es endet dann 90, also mit dem Fall der Mauer. Am Tag des Falls der Mauer bekommt der Vater diesen Schlaganfall. Das habe ich, glaube ich, so viel erzählt, irgendwie gespoilert. Aber es sind so viele Sachen drin, das macht er nichts. Und so. Ja. Also das ist, du hörst dann auf, das Buch endet dann mit dem Fall der Mauer. Und dann, ich habe gedacht, es ist ja auch irgendwie diese Zeit, die du anfängst. Es ist ein anderes Land gewesen und eine andere Zeit. Und das merkt man in dem Text, das hat mir so sehr gefallen. Es ist alles, das Beispiel mit dem Telefonieren im Flur, es ist alles langsam, es ist alles linearer, es ist alles nach und nach und auch viel bewusster und irgendwie auch gemütlich. Und dann kommt dazu diese Familie, die so nach innen funktioniert, diese da nach außen was ganz anderes macht und so. Bei allen Kritiken, die man so hat bei diesem Leben und wo man auch denkt, oh Gott, ich komme auch aus einem kleinbürgerlichen Elternhaus, es war ja auch alles wahnsinnig langweilig und spießig. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt irgendwie alt werde oder so, aber ich finde, das hat so eine, das meinte ich mit Heimat, es hat so eine
so eine Zuverlässigkeit gehabt in vielen Bereichen dieses Lebens. Also geht dir das auch so? Kann man das transportieren auf die heutige Zeit? Gibt es also Rituale, die du hast heute noch, die aus der Zeit aus dem Odenwald kommen? Rituale? Ja, so bestimmte Dinge, dass man, keine Ahnung, abends Armbrot isst und den Tisch in einer bestimmten Art und Weise deckt. Also mir sind ganz viele Dinge eingefallen beim Lesen dieses Buches, dass ich dachte, das waren Dinge, also telefonieren, die Tür zu machen, die ich einfach wirklich toll fände. Ich finde eigentlich das toll, wenn man telefoniert und es ist jemand anders in der Wohnung und man schließt die Tür, damit der andere nicht gestört wird. Eigentlich ist das eine tolle Geschichte. Warum macht man das nicht? Das stimmt. Also das sind so kleine Sachen irgendwie aus der Zeit. Stimmt. Aber ich würde dann immer denken, bei sowas irgendwie, das hat vielleicht auch nur für die Zeit gestimmt. Und wir leben nun einfach mal anders. Also wir können nicht das nachspielen, sonst bekommt unser Leben so einen musealen Odor. Und das ist nicht gut. Man kann nicht vergangenen Dingen hinterherleben. Das ist die falsche Richtung. Genau, das stimmt. Und deswegen ist es so, also was ich musste gerade so denken, der Begriff Abendbrot. Mhm. Ich glaube, das funktioniert für mich, wo man sagt, man setzt sich abend hin, dieses Ritual, das kann ich gut mitgehen. Das kann man aber auch in die Jetztzeit übertragen und ich hoffe, das kann man auch noch in 20 Jahren. Aber diese seltsame Verabredung 80er Jahre, das war eben da. Mhm. Und das ist eine Summe aus der Vielzahl von Dingen. Also zum Beispiel, dass wir in einem perversen Gleichgewicht von SS-20 und Pershings gelebt haben. Das war uns nicht in jedem Schritt klar, weil wir uns damit auch irgendwie abgefunden haben. Aber was für eine seltsame Sache, wo man sagt, meine Eltern fahren jetzt mit mir nach Frankreich immer an die Côte d'Azur, noch nie gehört. Aha, okay. Aber es kam nie die Frage auf, dass man vielleicht mal nach Osten fährt, weil Osten war nicht existent. Genau. Ja. Also Leipzig und Leningrad, das war bestimmt nur 50 Kilometer auseinander in meiner Vorstellung. Ja. War so weit weg. Und ich glaube wirklich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal immer wieder auch im Bezug auf Falschgeld gesagt. Ich mache das aber, weil mir das so wichtig ist. Ich glaube, mit Untergang der DDR ist auch die BRD untergegangen. Das wissen wir Westler bloß nicht so richtig. Also das macht vielleicht auch unsere bisweilen nicht sehr anträgliche Arroganz aus. Mhm. Wir sind so die Überlebenden. Das stimmt überhaupt nicht. Also auch der westliche Teil von unserem Deutschland ist damals implodiert, weil der sich sozusagen in seiner Ausdehnung eben gegen diese Mauer gestützt hat. Mhm. Und sagt, naja, das ist eben jetzt so, wir haben jetzt hier diese DDR und wir müssen eben, man muss eben so mal damit leben, mit den Gegebenheiten, so ich spreche im Gestus meiner Eltern. Ja, und sozusagen, man kann sich arrangieren und es hat eine Übersichtlichkeit, wie du das beschreibst, aber sozusagen, wenn auf einmal die Mauer offen ist, dann ist alles möglich. Ist alles offen. Und dann musst du dich neu erfinden. Ja. Und ich glaube, wir werden gut daran bedient, uns in Deutschland stets neu zu erfinden und die Geschichten, die wir zu erzählen haben, wir sprechen gerade darüber, sozusagen auch auf die Ostgeschichten viel mehr zu hören als Westler, damit wir überhaupt sozusagen unsere Brüder und Schwestern verstehen können. Also ich bin großer Fan der Einheit, wie man vielleicht gerade merkt, aber das ist eben, der Imperativ ist immer dem anderen Verständnis entgegenzubringen, dass der eine andere Vita hatte. Ja, ich glaube, einfach zuzuhören. Also ich glaube, das ist das große Ding. Weißt du was, vielleicht ist es ja, weil du sagst, so die 80er, vielleicht gab es da auch in der Diskussionsform und so weiter, gab es noch eine andere Bereitschaft zuzuhören. Ja. Ich würde jetzt, also gerade mit diesem, also durch die sozialen Medien auch oder so, da geht es nur noch eine Richtung und dagegen. Und wer kann wen stärker niederbrüllen? Also ich habe zumindest in den 80ern gelernt, zu versuchen zu hören, was der andere sagt. Und das erstmal stehen zu lassen, dass das eine Meinung ist. Und dann gibt es vielleicht auch Fakten. Gar nicht mal so unwichtig für die heutige Zeit. Und Meinung ist nicht gleich Faktum. Ja? Nicht zwingend jedenfalls. Und solche Sachen. Das war vielleicht wirklich anders damals. Du bist mit dem Buch irgendwann zu Ende gewesen. Du hast eine Agentin, du hast relativ schnell einen Verlag bekommen, verdientermaßen für dieses Buch. Ist es jetzt so, dass es für dich jetzt mal eine Geschichte war, die jetzt mal stattgefunden hat, oder hast du überlegt, ist es die Schreiben an sich ist ja eine Tätigkeit, die einen auch irgendwie, entweder mag man das oder nicht, das ist ja was anderes, ein anderer Lebenszustand beim Schreiben. Willst du das wiederhaben? Machst du weiter? Also,
Ich habe ja das Privileg, dadurch, dass das sozusagen ein weiterer Beruf von mir ist, dass ich nicht daraus mein Leben reproduzieren muss. Ne? Ja. Und das ist natürlich gut, denn dann kann ich mir mal in Ruhe überlegen, ob ich das mache oder nicht. Mhm. Aber letzten Endes ist latent die Entscheidung schon gefallen. Nicht aufgrund sozusagen der Außenwirkung von Falschgeld, sondern der Innenwirkung. Mhm. Weil ich gemerkt habe, die Arbeit daran, und das wirst du wahrscheinlich ja auch wissen, einen Tag ist man wirklich himmelhoch raus und denkt, ey, ich bin wirklich der geilste Typ der Welt. Und wusste selbst nicht und jetzt weiß ich's. Und dann kommt man das nächste Mal hin und denkt, wie konnte ich das auch nur jemals glauben? Ich bin der größte Aufschneider der Welt. Das ist die Wahrheit. Und zwar wirklich geht das bei mir so. Und dann habe ich mittlerweile gelernt bei der Arbeit, man denkt, beides ist nicht ganz richtig. Mhm. Ja? Und dann kommt man vielleicht sozusagen in eine Art von Mitte. Das ist das eine. Mhm. Und denkt so irgendwie, das ist eben so beim Schreiben. Aber das andere ist, das Schöne ist, das Ordnende, und jetzt kommen wir zurück auf halte Ordnung, die Ordnung hält dich in Ordnung. Wenn man sich wirklich, also Mann, ich, wenn ich mich wirklich diszipliniere und sage, ich muss aber früh aufstehen und muss, ich würde es fast nur sagen, muss man nachdenken. Mhm. Das gibt mir so viel Struktur und so eine angenehme Struktur in vielen Dingen. Also es ordnet meinen wirren Kopf, es lässt mir aber auch die Geschichten, die sowieso laut sind in mir, vielleicht ein bisschen nach vorne treten und einen Platz finden. Deswegen schreibe ich schon. Ob das nun jemals wieder ein Roman wird, das Privileg halte ich mir offen, dass es vielleicht so ist, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht geht sogar jetzt erst das Schreiben los, das weiß ich gar nicht. Matthias, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Es war ein schönes Gespräch. Für alle, die Matthias Matschke und mich und vor allen Dingen sein schönes Buch auch mal sehen wollen, das könnt ihr tun. Wir haben nämlich hier einen Videopodcast gedreht und deswegen könnt ihr ihn sehen auf YouTube oder auf dtv.de oder hören, wie immer. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht das Beste aus allem. Bis bald. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.